Ja, hallo und herzlich willkommen. Ich bin hier am Rhein und hoffe jetzt, diesmal klappt alles. Ich habe jetzt mal die kleine Kamera mal wieder aufgebaut und hier die große und werde jetzt mal, ja, ich glaube, den ND-Filter mache ich doch mal drauf, weil das ist mir doch ein bisschen zu hell. Also mal kurz abschrauben. Vielleicht sieht das dann etwas besser aus, weil das ist mir nämlich so etwas zu hell. Uppala, nicht wegschmeißen. So, ja, da kriegen wir direkt schon wieder Farbe rein. Aber es wird recht dunkel. Na. Geht doch. So, mal eben gucken, wo der Polarfilter hier ist aus. Er ist ein bisschen sehr dunkel, ne? Würde ich sagen. Aber das ist der ND8-Filter. Also nichts Berauschendes. Der kleinste, den ich habe. Nun gut, ich möchte jetzt hier nochmal versuchen, den Rhein zu fotografieren. Mit drüben den Fernsehturm. Dafür bauen wir mal unseren Filterhalter an. Erstmal den Polfilter. So. Schauen wir mal. Drehen wir den mal rein oder raus. Schauen wir mal. Ja. Dann justieren wir mal hier wieder. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt hier so seht. Ne? Also hier habe ich eine Kamera aufgebaut. Das will ich dann halt fotografieren. Schön den Baum im Vordergrund und da ein bisschen die Büsche. Machen wir mal mit ND-Filter. Mal schauen. So, dann machen wir mal den Filterhalter ran. Und dann schauen wir mal. So. Das ist ja ein 1000er. Das ist der Verlaufsfilter. Machen wir mal eine Langzeitbelichtung. Es ist immer wichtig, einen Lappen dabei zu haben. So. Schieben wir den mal ein. So, mal eben schauen. Dann gehen wir mal runter. Sekunden, das ist dann natürlich viel zu viel. Oh, Fernauslöser. Das dann auch noch dran machen. So, jetzt haben wir nur 1,3 Sekunden. Ich mache einfach mal ein Foto. Schauen wir mal.
Okay. Kann mich jetzt verarschen? Ach, muss doch gedrückt halten, nicht doof. Also nochmal. Schauen wir mal. Ich werde jetzt hier mal 10 Sekunden belichten. Das ist zu wenig. Hey, muss ich mir mal mein Handy zur Hilfe nehmen. Wo ist es? Da ist es. So, dann schauen wir mal. Wir wollen ja nichts falsch machen. So erfahren sind wir ja jetzt noch nicht. Ich hatte doch hier das ND-Kalk irgendwo. Nicht ND-Kalk. Toll, habe ich nicht. Super. Super, bestens vorbereitet. Bestens vorbereitet, wieder mal. Naja, ein Fotopilz war das doch, glaube ich, auch, ne? Zeitraffer. Nee, das ist natürlich nicht. Einmal mit Profis arbeiten. Das ist schon echt ein Ding. Also haben wir uns eben in den Kalk nochmal runter. In die 2. Oh, hier ist es doch. Ah, ist auch schnell genug. Wunderbar, haben wir schon. So, also. Jetzt haben wir hier natürlich nichts Passendes drin, wa? Stops, nimm mal den einfach. So. Was? Kann ja alles nicht sein. Naja. Ist wieder super, ne? Toll vorbereitet. Aber das ist schon wieder fast ein bisschen zu hell. Ach nee. Technik, die begeistert. Haben wir noch einen Verlaufsfilter drauf. Den soften. Ich muss mir hier auch mal unbedingt eine Filtertasche besorgen. Das ist so kacke, hier die Dinger rauszukriegen. Ja, hier ist der Filter. Machen wir jetzt hier noch rein.
Und dann haben wir da noch Dreck drauf. Mal weg damit. Das doch nochmal auf hier. Machen wir mal ein Live-Komposit, ob das irgendwas bringt. Macht er nicht. Es wird Licht. Ich glaube, das reicht schon. Ich bin mal gespannt, wie da nachher alles live aussieht. So, ich würde sagen, wir justieren mal die Position. Gehen jetzt mal in die Richtung. Lass das doch mal auf hier. Jetzt müssen wir erstmal hier wieder justieren. So. Upsala, nicht fotografieren. So, das sieht ganz gut aus. Und dann machen wir hier auch nochmal ein Foto. Und dann würde ich sagen, gehen wir auch nochmal hier tiefer. Falsch rum. So, muss ich jetzt eh noch mal justieren. Und dann machen wir noch mal ein Bild. Schauen wir mal. Ich lasse mal noch mal ein bisschen länger laufen. Jetzt findet er den Fokus nicht. Aber das hatte ich ja alles schon. Ich muss mal eben das andere da hier nochmal anschalten. Wo war das nochmal? Live Boost, genau. So, jetzt sehe ich das auch. Jetzt habe ich auch Fokus und dann gucken wir mal.
Nun ja, komm mal her. Oh, ich will mal hinstellen, meine Güte. Ich drehe mich mal so. Ja, ich denke mal, soll es jetzt eigentlich erstmal soweit gewesen sein. Ich werde hier vielleicht noch ein paar Fotos machen, mal gucken. Ja, auf jeden Fall bin ich, denke ich mal, auf jeden Fall zu dunkel hier mit dem ND-Filter. Aber egal. Ich muss halt noch viel lernen, wie ich das sehe. Na gut. Also, ich sag mal, bis zu Hause und dann schauen wir weiter. Bye, bye.